So. Damage. Holy shit. Eindringlinge entdeckt. Sicherheitssysteme der Hämmerstation aktiviert. Abriegelung gestartet. Was? Ich will nicht gegen die kämpfen. Scheiße, ich muss den Weg da lang. Scheiße. Ich will nicht kämpfen. Alter! Ich kann mich kaum bewegen. Ja, Kira's down. Ja, der Taub. Und der Eck auch. Okay, die ist doch zu heftig für mich. Kann ich hier irgendwie wieder zurück? Ich würde gern irgendwie hier raus. Kannst die Mission momentan nicht. Warum kann ich die nicht aufgeben? Zwei Nachrichten. Scheiße. Hast du es gefunden? Ich hab's gefunden, ja, danke. Scheiße, wie komme ich denn hier wieder raus? Hast du nur eine bestimmte Lebensanzahl, dass du so und so häufig sterben musst, nee, bevor du rauskommst? Scheißen. Versuche ich es mal anders. Mach ich mal den da? Das ist jetzt natürlich scheiße. Okay, ich wieder ein. Stufe 15 erst. Habe ich den falschen ausgewählt? Oh. Oh, ich bin zurück. Oh, eine Wohltat. Steht aber da Aufgaben. Stufe 24. Ne, das bin ich. Wow.
Okay, wenn ich jetzt aufgebe, kann ich die doch bestimmt im Nachhinein nochmal machen. Ach, geh doch mal aus dem Weg, du scheiß Gefährte von unserem Dulli. Mann, ey, das hätte man mir vorher sagen können. Alter, hier sind ja insgesamt 6 Stück. Die Red Reaper. Ja, gut. Also hier komme ich wieder hin, wenn ich Stufe 70 bin. Oder es halt ein Viererteam machen. Ja, aber selbst dann, die haben dich so krass, die haben mich gerade so krass runtergebounced. Trotz Heilung und allem Pipapo. Ja, dann. Es gibt ja auch richtige Taktiken, dann muss halt einer beispielsweise Tank spielen und so weiter. Und einer muss halt den Heiler spielen und der Gegner. Die gibt's nochmal nach Großland. Dann kann ich ja gleich mal lunzen, was das hier für 10 Nachrichten sind, die ich bekommen habe. Ich muss eh nach Coruscant, weil dort mein Raubschiff steht. So, die Assaults habe ich schon gemacht. Brauche ich nicht nochmal machen. Ich jetzt aber nicht hin, ich muss jetzt erst einmal da zu dem Android. Die Hammerstation, ja? Seltsam. Aber gut. Naja. Wo gab's denn hier den dann.
Endlich, mein neuer Herr. Ich bin C2M2, Steward auf diesem Schiff. Welch ein Glück, dass ich Ihnen dienen darf. Und? Droiden kann man immer gebrauchen. Meine T7-Einheit hat sich als unbezahlbar erwiesen. Die T7-Reihe ist ein sehr gutes Gebrauchsmodell. Ich bin programmiert, um für Ihr leibliches Wohl zu sorgen. Droiden der C2-Reihe stehen für modernste Fortschritte in zahlreichen Bereichen. Von technischer Raumschiffwartung bis hin zu Ernährungsplänen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Organe angepasst sind. Was? Willkommen an Bord dieser koreanischen leichten Korvette der Defender-Klasse. Sie wurde speziell darauf ausgerichtet, einem Jedi sowohl erstklassige Kampfmöglichkeiten als auch eine angenehme Atmosphäre für die Meditation zu bieten. Neben den üblichen Annehmlichkeiten finden Sie hier auch einen gesicherten Kapitänsspind, in dem Sie Ihre Wertsachen aufbewahren können. Auf Ihrer Brücke finden Sie eine ständig aktualisierte Karte der Galaxis. Ein wahrlich schöner Anblick. Wichtige Nachrichten aus dem republikanischen Netzwerk können über die Holonetz-Konsole abgerufen werden. Langstreckenkommunikation ist über das Holo-Terminal möglich. Und dann gibt es noch das Intercom des Schiffs, mit dem Sie Treffen mit Ihrer Crew einberufen können. Haben Sie irgendwelche Fragen? So. Wenn mir etwas einfällt, sage ich dir Bescheid. Danke für die Führung, C2. Immer gerne. Ich hätte da noch ein paar letzte Anmerkungen. Wie Sie sehen, bin ich nicht gegen physikalische Gefahren gewappnet. Meine Funktionen sorgen dafür, dass dieses Raumschiff Ihnen auch auf langen Reisen ein Heim ist. Ich bin natürlich immer gerne bereit, alle ungefährlichen Aufgaben für Sie zu übernehmen. Ich bin sehr stolz auf meine Liebe zum Detail. Was wäre denn so eine ungefährliche Aufgabe? Meine Programmierung erlaubt es mir, andere Technologie zu modifizieren. Ich kann außerdem in den Bereichen Langstreckenüberwachung und Diplomatie eingesetzt werden. Ich versichere Ihnen, ich bin ziemlich nützlich. Wenn Sie bereit sind aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Die Schiffskomputer kümmern sich dann um den Rest. Okay. Okay, das ist creepy. Reden können wir später. Okay. Erst sollten wir vermutlich die Galaxis retten. Wir sind ein gutes Team, T7. Ich habe das Gefühl, dass uns harte Zeiten bevorstehen. Freut mich, dass du für die Herausforderung bereit bist. Okay.
mit Hamilton kannst du sofort 80 Laderaum-Slots kaufen. Werde ich für was anderes aufheben. Jedes Mal, wenn Sie von einer Mission zurückkehren, danke ich dem Erbauer, dass ich nicht für den Kampf gemacht wurde. Aber für dieses Gespräch. Also was war das? Missionskonsole, okay. Okay. Coruscant-Kontrolle, bitte kommen. Erbitte Starterlaubnis. Erlaubnis erteilt, Jedi. Koordinaten für Ort Mantell wurden auf euren Navi-Computer übermittelt. Gute Jagd. Ui. Was? Requiriertes Lichtschwert des Züchtigers? Requiriertes Lichtschwert des Bollwerks? 10 Beherrschung, 12 Ausdauer, 10 Beherrschung, 13 Ausdauer, plus 99 Macht, 5 Kritischtreffer, 6 Angriff, 5 Absorptionswert, 5 Verteidigungswert. Das da. Warum auch immer ich das jetzt genommen habe. Ich habe eigentlich eins, was besser ist. Hier hinten ist doch noch was. Hä? Ach, das ist der da unten. Wieder mit dem Quatschen. Oh, tatsächlich. Hast du mir etwas zu sagen? Freut mich, wenn meine Besatzung zufrieden ist. Bist du jetzt eigentlich auf dem nächsten Planeten? Nein. Ich bin gerade mal auf meinem Raumschiff. Es ist immer schmerzhaft, wenn man jemanden verliert. Ah, jetzt weiß ich, welcher Jedi gemeint ist. Hm. Wenn du einen Helden brauchst, hör auf zu suchen. So, was die Grundregeln betrifft, Meisterin Kiwix hat mich einfach machen lassen, was ich wollte, solange ich ihr nicht im Weg war. Okay. Scheiße, was nehme ich denn jetzt? Folgt einfach meinem Beispiel, Kira. Ihr redet zu viel. Ich bin nicht Meisterin Kiwix. Tut dasselbe wie ich, dann gibt es keine Probleme. Das heißt, wir improvisieren. Prima. Zweite Frage. Was ist meine Aufgabe hier auf dem Schiff? Ich stehe nicht gern einfach so rum. Das macht mich ganz kribbelig. Ihr könnt die Kommunikation überwachen. Sucht euch was aus. Gewöhnt euch dran, nichts zu tun. Ihr könnt es putzen. Das Raumschiff sauber. Such dir was aus. Das Schiff ist groß und es gibt jede Menge zu tun. Macht einfach das, was euch gerade nötig erscheint. Dann programmiere ich als erstes den Computer um, damit er mich Meisterin nennt. Wie wär's, wenn wir jetzt mal die Galaxis retten? Okay.
Geil. Es ist mir eine Ehre, Jedi. Flugkommandant Rudin, Republiksmarine. Ich fürchte, es gibt schlechte Nachrichten. Die imperiale Armada hat Besitztümer der Republik angegriffen, um uns dazu zu bringen, den Vertrag von Coruscant zu brechen. Wenn ihr euch aus der Reserve locken lasst, habt ihr das Blut einer Galaxis an euren Händen. Keine Sorge, Jedi. Wir treffen Vorkehrungen, um einen Krieg zu verhindern. Flottenadmiral Numin hat die Gründung der Coruscant Aegis autorisiert. Eine Elite-Angriffsstaffel, die imperiale Offensive leise und schnell brechen soll. Wenn ihr interessiert seid, ihr werdet mehr als qualifiziert, euch der Staffel anzuschließen. Es wäre mir eine Ehre, mit der Coruscant Aegis zu fliegen. Ausgezeichnet, Jedi. Als Verteidiger der Republik wird euer Codename Schild sein. Jedes Mitglied der Coruscant Aegis wird unabhängig von den anderen überall in der Galaxis zuschlagen. Ich werde die Missionsdaten an euer Schiff übertragen. Bringt die imperiale Bedrohung zum Schweigen und schützt die Republik. Okay. Noch jemand hier reden? Ne? Okay. Gut, dann haben wir die. Dann haben wir das. Republikanische Flotte, da möchte ich gerne hin. Ich muss da noch was machen. Dann möchte ich gerne einmal Kampfausbildung, Handelsmarkt, Schulfähigkeit, Versorgungsgüter. Ne, ich muss dahin. Kampfausbildung. Dann Versorgungsgüter. Taktischer Gegenstand und Set-Bonus für jeden. Soldaten für Schmuggler, für die Botschafter. Sollte ich nicht das haben, was ihr wollt, dann wartet einfach eine Weile.
Transportmittelhändler, Ruhmhändler. Sogar Jedi müssen sich ausrüsten, was? Montana Langgleiter. Viel Glück da draußen. Wer das große Geld machen will, braucht mein Geschick. Okay, Tech-Fragmente habe ich. Ich kann mir tatsächlich eine Haustür holen. Wie sieht denn das aus? Kleines Knubbelmonster. Das da? Ein kleiner Frosch. Ein kleines Schweinchen. Ein schwarzes Knubbelmonster. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Das ist so ein Vieh aus Episode 2. Okay. Nee. Wenn ihr einen Rat braucht, bin ich euer Mann. Nicht. Okay, ein zweiter. Stufe 30 ist das. Ja, Modifikation 22. Ja, ich sie, Moment. 12 Beherrschung, 10 Ausdauer. 11 Beherrschung, 12 Ausdauer. Wir kaufen einmal das. 7 Beherrschung, 10 Ausdauer, 6 Angriff. Okay. 7 Angriff, 4 Angriff, 6 Angriff. Wir holen uns das. 6 Angriff, 6 Ausdauer. 11 Ausdauer, 2 Angriff, 10 Schnelligkeit. Präzision, 2 Angriff. 6 Angriff, 11 Präzision, 6 Ausdauer. 8 Ausdauer, 11 Präzision, 4 Angriff. 11 kritischer Treffer, 4 Angriff, 8 Ausdauer. 6 Ausdauer, 6 Angriff, 11 kritischer Trefferwert. Ausdauer. Scheiße, welches nehme ich denn? Ausdauer und Angriff ist bei mir wichtig. Das andere ist Nebensache. Nehmen wir das hier. Ich war in Faruni. Dann gehen wir zu Schwert aufwerten. Erst gucken wir, was habe ich denn für Post? Oberster Kanzler Jana Rama Lama Dingsbums gibt mir einen Gegenstandsstufe 50 Koffer. Visit Kontaktaufnahme gibt mir Geld. So, was ist in dem Koffer? Hallo? Lol, ich hab den angeklickt und nichts passiert. Und das ist eine Scheiße. So, das Lichtschwert. Da kann ich nur einen Farbkristall reinmachen. Mehr nicht. Dann dieses Lichtschwert. Macht aktuell wie viel? 65 bis 98. Keine Sorge. Ich habe auf jeden Fall gerade Lebensenergie dazu bekommen. 79 bis 119. Okay. Irgendeins davon hat mir gerade Lebensenergie gegeben. Das ist geil. Das ist Baba-mäßig. Nochmal was.
was, was ich der Kira geben kann. Ein kleiner Einfluss, kleiner, mittlerer, hier. Anscheinend mögt ihr mich doch. Anscheinend mögt ihr mich doch. Mittel, klein. Hier, du kriegst den Ring. Danke. Jetzt liebe mich wie deine Meisterin. Danke. Benutzen gewährt 400 Flottenrequisitions für den galaktischen Raumjäger. Flottenrequisition kann benutzt werden, um Schiffe, Crewmitglieder, Komponenten und Aufrüstungen im Hangar-Interface des galaktischen Raumjägers zu kaufen. Okay. Irgendwas habe ich gemacht jetzt. Jetzt stellt sich mir die andere Frage. Schmuggler? Hangar des Jedi-Ritters. Da muss ich hin. Komischerweise wird mir das nicht farblich markiert. Flashpoint von 9 fertig bin in der Kacke. Was ist diesen Assels? Ja, der dauert ein bisschen länger als ich dachte. Echt? Kam mir nie so lange vor. Schuss!
unser Plan? Ernsthaft? Feindlicher Zerstörer entdeckt! Plan? Ernsthaft? Feindlicher Zerstörer entdeckt! Jeder Ausdauerpunkt gewährt dir etwa 10 zusätzliche Gesundheit. Okay. So, ganz kurz hier. Das ist alles sehr schön. Fähre gesichtet. Geh auf Abfangkurs. Ja, super Schuss! Fliegen wir auf sie zu!
sehen unfreundlich aus. Dahin, okay. Hast du endlich fertig? Immer noch nicht. Oh Mann. Ich sag noch diesen Scheiß. Imperialen Kreuzer infiltrieren und zerstören. Ja. Und ich hab voll geiles Lichtschwert. Ja, super schön. Dadurch. Nur der Rückzug.
Zielcomputer. Versagen. Schon Zielcomputer. Schiffe sind gefährlich und schnell. Vorsicht! Endlich. Show!
Hauptschiff. Schießt es ab! Reaktor stabilisieren. Ich bin durch. General, ich bin jetzt auf Ort Mantell. Das trifft sich gut. Ich habe dort gerade alles mit meinem Bodenkontakt koordiniert. SED-Agent Ottawa hat die feindlichen Übertragungen zu einem bestimmten Ort auf dem Planeten zurückverfolgt. Er wird euch alles erklären. Ihr könnt eure T7-Einheit an Darth Angras Hyperraum-Datenempfänger anschließen und seine Kommunikationen herunterladen. Nehmt den Droiden mit. Ich kann dann wieder die Yarik mit mir selber spielen, während ihr den ganzen Spaß habt. So. Ich bin bereit aufzubrechen, General. Du hast gerade gesagt, bis nehmt eine Fähre zur Oberfläche und trefft euch mit Agent Otto. Viel Erfolg. Ich werde aber noch auf der Was hat er? Ende. Ich habe ja schon viele runtergekommene Raumhäfen gesehen, aber der hier ist der schäbigste von allen. Ist wohl doch ganz gut, dass ich hier bleibe. Ich passe auf, dass keiner unsere Schubdüsen klaut. Ihr haltet hier die Stellung. Wir sind bald zurück. Viel Spaß da unten.
So. Ich habe den Nahrungsbereiter Ihres Schiffs umprogrammiert, um die Kalorienaufnahme der Crew zu verringern. Einige von Ihnen haben etwas zugenommen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Bola. Was will ich denn damit? Jukebox betreiben. Gibt's hier halt wirklich. Hat sicherlich irgendwo Musik einstellen. Durchschnittswookie bereits zum Sprung Shape Cassie für die Republik. Das mache ich nicht an, da kriege ich Probleme. Ja, gut. Außerdem habe ich eh den kompletten Musiksound runtergestellt auf null. Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Das brauche ich nicht unbedingt. Was ist das? Da komme ich nicht rein. Hier gibt es einen Gegenstandsmodifikator. Okay. Sozialobjekte. Seht euch die Ware. Womit kann ich die? Organische Zielvorrichtung Glitzerpulver Blau. Bevorzugt für Partys, erfordert sozial 1 oder höher. Hat mich sehr gefreut. Das ist doch bestimmt nicht gesund.
Soldat. Händler für Schwerrüstung. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Bolzenkörperrüstung 150. Alter, ist das Billo-Rüstung. Viel Glück da draußen. Ich bin auf Stufe 10 runtergestuft. Ernsthaft? Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Viel Glück da draußen. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Da, Soldatenausbildung. Wie spät haben wir es? Gut. Ich bedanke mich für alle, die bis jetzt dabei gewesen sind, zugeschaut haben, gefollowt haben. Und so weiter und so weiter. Ich werde jetzt aber mit dem Stream aufhören, denn ich habe getan, was ihr wolltet. Wort wirklich am Arsch, denn mir tut alles weh. Ich passt möchte. Ja, jetzt offline gehen und morgen Abend gibt's wieder ein Stream und zwar Minecraft und am Sonntag gibt's dann wieder Star Wars. Ich hoffe, ihr schaltet morgen und Sonntag wieder ein. Bis dann noch einen wunderschönen Abend.